im Gutshaus Steglitz eine Ausstellung eröffne, aber heute tue ich es besonders gern in meiner neuen Funktion als Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf und somit auch als neue Hausherrin. Und was kann man sich Schöneres vorstellen, als Hausherrin eines solchen Hauses zu sein? Weiterhin möchte ich den ehemaligen Bezirksbürgermeister von Steglitz-Zehlendorf, Herrn Herbert Weber, begrüßen. Wir dürfen ruhig klatschen. Und den ehemaligen Bezirksstadtrat für Finanzen von Steglitz, Herrn Rolf Kämpfer und Frau. Manch einem von Ihnen ist unser heutiger Gastredner bestens bekannt. Ein herzliches Willkommen, sehr verehrter Herr Dr. Hering. Trotz eines kürzlich zugezogenen, schmerzhaften Sturzes hat er sich es nicht nehmen lassen, die einführenden Worte zu halten. Vielen Dank. Ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, dass es ein Genuss ist, seinen brillanten Ausführungen zu folgen. Gestatten Sie mir noch ein paar kurze Ausführungen zur Ausstellung. Durch Zufall entdeckte Ben Camilli, den ich hiermit ebenfalls herzlich willkommen heiße, den hinterlassenen Bilderbestand des vor nahezu 50 Jahren verstorbenen Künstlers Paul Wiekart. Es bewegte ihn derart, dass er eine Wiederentdeckung des Lebenswerkes dieses durch die Immigration nahezu vergessenen Talentes anregte. Die Initiative wurde aufgegriffen und verhilft durch eine Ausstellung dazu, der Öffentlichkeit Einblick in das Oeuvre dieses Künstlers zu geben. Paul Wiekart gehörte zu jenen Künstlern, die ihre Heimat verließen und während des Dritten Reiches in die USA emigrierten. Das Leben und Wirken des Malers ist symptomatisch für die Generation jener Künstler, die sich trotz der gesellschaftlichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts, derer sie ausgesetzt waren, zu keiner Zeit von ihrem schöpferischen Schaffen abbringen ließen. Die Auswahl der Bilder von Paul Wiekart zeigt die Phasen der eindrucksvollen Entwicklung eines deutschen Malers, der in der neuen Welt als bedeutender Professor der Malerei am Art Institute of Chicago wichtigen Einfluss auf die amerikanische Malerei des Mittleren Westens, die USA, ausübte. Die gezeigten Werke aus dem Nachlass des Malers stammen überwiegend aus der Zeit vor der Emigration und überdauerten den Krieg, da sie im Familienbesitz blieben. Und an dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei Herrn Otto Wiekart bedanken. Er hat besonders in den letzten Monaten mit großer Hingabe und außergewöhnlichem Engagement die Realisierung der Ausstellung ermöglicht. Vielen Dank. Auch freue ich mich, dass zahlreiche Familienmitglieder der Einladung gefolgt sind. Insbesondere möchte ich mich bei Herrn Wiekart Junior bedanken, der eigens aus Kanada angereist ist und den Aufbau der Ausstellung tatkräftig unterstützt hat. Allen Gästen, ob aus Berlin, Umgebung, Deutschland, ja sogar diesmal der Welt kommend, ist eines gemeinsam. Sie lassen Paul Wiekart die Anerkennung zukommen, die er in höchstem Maße verdient hat. Aber bevor Sie selbst zwischen zwei Welten eintauchen, freue ich mich, nun das Wort an Herrn Dr. Hering zu übergeben. Vielen Dank. Thank you.
Gleich bin ich da. Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, sehr geehrte Frau Richter-Kotowski, Ihnen heute die Ausstellung eröffnen zu dürfen, ist für mich das größte Geschenk. Wenn man so hart auf den Hintern gefallen ist, hat man eigentlich nur noch Hoffnung, wieder vernünftig unter den Menschen zu sein. Und unter den Menschen sein heißt für mich auch, weiterhin mit der Kunst verbunden zu sein. Und diese Kunst hat etwas besonders Ergreifendes und Anziehendes. Denn sie zeigt das Schicksal von Menschen, eines Menschen, aber auch eines Menschen mit seiner Partnerin. Nelly Bär oder Bar, wie sie sich dann in Amerika schrieb. Da gehören zwei zusammen und sind durch ein gutes, erfülltes künstlerisches Leben gemeinsam gegangen. Er ist dann früher gestorben und sie ist dann mit dem Nachlass unglaublich verantwortungsbewusst umgegangen. Und dass dann Familienmitglieder, so zahlreich heute auch noch in der Ausstellung sind, Neffen und Großneffen und Nichten, das ist beglückend. Denn das ist endlich mal ein Dokument dafür, dass Kunst nichts Abgehobenes ist, sondern dass Kunst in unserem Leben mitten unter uns sich abspielt und dass sie das Leben kommentiert und dass sie für das Leben wichtig ist. Und gerade an dem Schicksal dieses Mannes, der vor 1900 geboren ist, im Westfälischen, in Lüdenscheid, 1897, können wir das so eindrucksvoll erkennen. Aus einfachen Verhältnissen, aus einer Handwerkerfamilie, wobei wir nicht sagen wollen, dass Handwerkerfamilien immer einfache Verhältnisse sind. Aber zunächst einmal nicht geweckt von den Musen. Und doch hat dieser Handwerksmeister mit seinen Söhnen immer Wert darauf gelegt, dass das Künstlerische, dass das Freie, dass das Malerische eine Rolle in ihrem Leben spielen soll. Das heißt, bei all der Armut, die diese Familie wie alle Menschen in Deutschland durchleiden mussten, gab es wie ein Fanal, wie ein wesentliches Ziel immer den Hinweis, da ist die Kunst. Paul Rickard hat seine Volksschule gemacht, er hat dann bei dem Vater im väterlichen Betrieb seine Lehre gemacht, er war fleißig auf der Berufsschule, er wurde ausgewiesen als einer, der besonders schön zeichnet, er hat filigrane Schriften gestaltet und das Künstlerische entwickelte sich immer weiter in ihm. Ja, und was kam dann? Der Erste Weltkrieg. Und der Erste Weltkrieg bedeutete im Endeffekt, dass Europa eine völlige Weltveränderung erlebte. Die Ordnungssysteme, Kaiser und Thron und Vaterland, die waren in Frage gestellt für die, die aus diesem Ersten Weltkrieg zurückkamen. In Amiens kam er in ein fürchterliches Blitzgewitter von Waffen und Munition, schwer verwundet, taub und sprachlos vor dem Niedergang, kam er aus dem Krieg zurück. Und es hat weit über ein Jahr gedauert, bis er überhaupt wieder zur Sprache gefunden hat. Dieser wachsame, aufmerksame, sensible junge Mann begriff dann immer mehr, dass er den Ring des Lebens, von dem Rilke in dem Gedicht so schön schreibt, ich lebe mein Leben in Kreisen und in wachsenden Ringen, dass er diesen Ring sprengen wollte. Damals gründeten sich Volkshochschulen in vielen Städten. Damals ging die Jugend hinaus und sagte, wir müssen ein neues Leben beginnen. Damals war klar, wir können so nicht weitermachen. Die Bourgeoisie, das Großbürgertum, das ist alles richtig, der Adel, das ist alles gut gewesen, aber wir müssen in einer anderen Verantwortung unser Leben in die Hände nehmen. Und das entwickelte sich zu einem großen und immer stärker werdenden Bewusstsein bei Paul Rickard. Er ging dann mit der Erlaubnis der Eltern nach Kunst, auf die Kunstgewerbeschule nach Köln und fand dort in dem Aktzeichner Seufert und auch in seinem Professor Elsässer zwei fördernde, wunderbar dienliche Männer, die spürten, da ist was.
In diesem noch verschlossenen, wunderbaren jungen Menschen lebt ein Feuer. Und nach den ersten Semestern rieten sie ihm, geh doch mal ans Bauhaus. Das war jetzt kein großes Bauhausstudium, aber sie haben ihm einfach mal einen Wechsel angeraten und da hat er beim Rominat studiert, da hat er mit Klee gesprochen, da hat er Kandinsky gesehen. Da hat er plötzlich all diese eindrucksvollen Meister kennengelernt, die die gesamte europäische Kunst verändert haben, die vor allem den Weg auch in die Abstraktion gewiesen haben. Und die ersten experimentellen Arbeiten von Wickert, von denen noch einige erhalten sind, sind so klischee, abstrakte Muster, verspielt, schön, zauberhaft.